zusammen. Heute grüße ich euch mal aus meiner Küche oder unserer Küche. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe mich mal entschlossen, jetzt auch mal über einen Teil meines Lebens ein bisschen was euch zu zeigen, der nicht immer so toll verlief. Ich habe ja geschrieben, einmal, dass der berufliche Werdegang am Anfang ziemlich schwierig war, bevor ich jetzt so meine Berufung und auch mein Business gefunden habe. Aber es gab eben auch was sehr Persönliches, was mir ganz, ganz viele schwierige Zeiten auch bereitet hat. Und das war eigentlich das Gewicht bzw. Übergewicht. Ja, heute bin ich relativ normalgewichtig. Ich habe sicher meine Problemzonen, wie ihr in dem einen oder anderen Video bestimmt auch mal irgendwo seht, wenn ich mal Ganzkörperbilder oder sowas drin habe. Aber ich würde jetzt sagen, dass es okay ist und dass vielleicht so jetzt diese Sachen, an denen ich jetzt auch arbeite, so der Feinschliff, sollen jetzt noch gut 5 bis 6 Kilo weg, einfach fürs eigene Wohlbefinden. Aber an sich würde ich sagen, befinde ich mich jetzt in einem Bereich, in dem man relativ gesund und auch relativ normal leben kann. Das war eben nicht immer so. Eigentlich bin ich schon relativ seit Grundschulzeiten, ich würde mal sagen, so dass es circa ab 2. Klasse anfing, dass ich immer mopsiger wurde. Die Ernährung war jetzt nicht so, wie sie sollte. Mama und Papa haben mir wirklich viel, sicher in guter Absicht, viel Süßkram und so weiter immer wieder gegeben. Man kennt das vielleicht auch. Und es wurde irgendwann immer schlimmer. Im Teenie-Alter war ich selber so, dass ich auf nichts geachtet habe. Chips, Fastfood, man kennt das. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe gefressen. Ich habe nur ungesundes Zeug in mich reingestopft. Erste Clique, dann der erste Freund, den ich relativ spät hatte, vielleicht auch aufgrund des Gewichts, weil auch wenig Selbstwertgefühl und. Mit denen viel rumgehangen, in irgendwelchen Imbissbuden, an irgendwelchen Autorasthöfen und. Abends in Partybuden mit Chips und Co. Ja, und irgendwann, 1999, sah ich dann so aus. Ja, ist noch ein Überbleibsel aus der schweren Zeit, das ist noch bei meinen Eltern zu Hause. Ja, und das ist einfach, da war ich gerade mal 20, 21, dann je nachdem, ob es vor September oder nach September, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es entstanden ist, aber jedenfalls 1999, das weiß ich noch sehr gut, weil kurz darauf gab es ein ganz ekelhaftes Beziehungsaus, was mich erstmal komplett aus der Bahn geworfen hat, was dann aber eigentlich der Startschuss zur Wende in ein wirklich vernünftiges Leben war, also was Figur oder Gewicht jetzt betrifft, weil da habe ich die Kurve gekriegt und meinen Weg gefunden. Und ich sage heute, oder ich behaupte jetzt einfach heute, abnehmen, wenn man so ein völliges Gewicht hat, wie ich auf dem Bild oder vielleicht sogar noch mehr, ist einfach. Das ist wirklich total simpel, das kriegt man schon hin, wenn man nur ein paar Kleinigkeiten am Anfang ändert, dann purzeln schon die ersten Pfunde. Das geht so bei den ersten, ich sag mal 10, 20 Kilo, wenn man in diesem völligen Bereich ist, noch relativ easy und mit relativ wenig Aufwand. Von daher, das kann eigentlich jeder, der ein kleines bisschen Disziplin aufbringt und der jetzt nicht irgendwelche körperlichen oder jetzt irgendwie wirklich krankheitsbedingte, psychisch bedingte Probleme hat, sondern ich sag mal so, derjenige, der so offen und ehrlich ist wie ich, weil viele, viele kommen ja immer an, ja, aber ich habe dies und jenes, ich habe Schilddrüse, bei mir, was weiß ich, ich muss bestimmte Medikamente nehmen, ich musste auch mal eine Zeit lang oder habe eine Zeit lang Psychopharmaka genommen, habe trotzdem relativ das Gewicht halten müssen, auch wenn es da schwieriger war, weil die eben leider, gerade wenn man wie ich dafür ein bisschen anfällig ist, oft dazu beitragen können, dass das Gewicht hochgeht und der Stoffwechsel ein bisschen durcheinander gebracht wird und. Nichtsdestotrotz kann man das trotzdem schaffen. Klar, nicht, wenn man nicht bereit ist, irgendwas in seinem Leben zu ändern und auf ein paar Dinge zu verzichten, aber man kann. Nichtsdestotrotz, bevor irgendwie bitterböse Kommentare oder so kommen, es gibt natürlich immer bestimmte Ausnahmen, aber das werdet ihr selber für euch nur entscheiden können, ob ihr, ich sag mal, wirklich ernsthaft gesundheitliche Hinderungsgründe haben, weswegen euer Gewicht wirklich nicht runtergeht und wofür ihr vielleicht auch in ärztlicher Behandlung seid, dann vergesst diesen Satz. Wenn ihr aber so seid, dass ihr das gerne mal als Ausrede benutzt und für euch selber eigentlich wisst, ja, stimmt schon, bei mir kommen halt häufig mal die Chipstüte und lieber mal die Pommes statt eine Gemüsepfanne oder so,
dann ist vielleicht ja auch so, dass ihr einfach mal ab und zu reinschauen könnt und dann seht, nein, auch jemand, der es geschafft hat, in Anführungsstrichen, denn geschafft hat man es eigentlich nie, hat seine Probleme, hat seine Tücken. Und ich möchte ehrlich sein, ich möchte nicht nur immer meine positiven Dinge, die ich erreicht habe, darstellen, sondern ich möchte euch auch mitnehmen und immer wieder von den Sachen erzählen, die in diesen, ja, mittlerweile über 20 Jahren, in denen ich das Gewicht relativ gut halten kann. Ich sag mal so, mein Tiefstgewicht war irgendwie 63 Kilo. Die habe ich dann leider nicht dauerhaft halten können. Aber im Moment möchte ich wieder gerne runter auf die 65 Kilo. Das wäre so für mich ein schönes Gewicht, wo ich sage, ja, jetzt mit über 40, 65 sollte dann auch reichen. 63, da war ich gerade mal um die 20, Mitte 20. Habe ganz, ganz viel Sport gemacht. Da werde ich vielleicht so nicht wieder hinkommen. Ich weiß es noch nicht, vielleicht, aber mein Ziel ist erstmal wieder die 65. Im Moment bin ich bei 71,3 beim letzten Wiegen. Ich hatte erst kürzlich oder letztes Jahr, als ich dann aus meinem New York-Urlaub wiederkam, war das schon bei 77 und damit das Höchstgewicht, was ich seit den 20 Jahren wieder hatte. Und da war so eine Phase, wo ich gesagt habe, oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwie die Reißleine kriegen. Habe aber da auch noch ein paar Monate gebraucht, ein paar Monate mehr, weil eigentlich bin ich jetzt erst seit 3 Monaten wieder richtig gut drin und seit 3 Monaten verliere ich auch wieder regelmäßiger das Gewicht. Und wie ich das eben auch immer wieder schaffe, was für Tricks ich habe, was für natürliche Unterstützer ich dazu noch habe, wie so ab und zu meine Essenspläne aussehen, was auch immer, beziehungsweise was ich so mal esse, koche oder so. Darüber habe ich mir gedacht, mache ich jetzt eben ab und zu auch mal in losen Folgen ein Video. Es kann nicht immer nur sein, dass ich davon berichte, wie schön die Kreuzfahrten waren, wie toll mein Business mir im Moment gefällt. Oder hier wieder ein schönes Schiff oder da wieder ein schönes Schiff. Weil das ist einfach so, das ist ein ernstes Thema. Und je älter man wird, desto wichtiger ist ja auch die Gesundheit des Körpers. Und Übergewicht im Alter ist dann noch schlimmer, weil es dann auch noch schwieriger wieder runtergeht. Und ich finde, dass ab und zu eben auch mal diese schwierigen Seiten des Lebens dahin gehören und vielleicht auch anderen dann Mut machen können. Ja, in diesem Sinne zeige ich euch heute nochmal eben kurz, was es bei mir nachher zum Abendessen für meinen Mann und mich geben wird. Ich habe hier schon Vorbereitungen getroffen. Tomaten, Paprikas, verschiedene sind da drin, rot, gelb, orange, so ein Dreierpack, den man da kaufen kann. Dann werde ich da noch ein paar Kidneybohnen zu machen, quasi so ein bisschen wie so ein Chili-Topf oder Chili-Hackfleisch-Topf, aber ich mache es ohne Hackfleisch, weil wir sind auch dazu übergegangen, dass wir nicht mehr ganz so viel Fleisch essen, also nicht ständig jeden Tag irgendwas mit Fleisch, auch nicht magere Pute oder so, weil das Billigfleisch kann man nicht immer essen und das andere ist auch mal teuer und man braucht auch nicht immer Fleisch. Ne? Wir verbannen das nicht ganz, ich bin auch kein Vegetarier oder so, aber ich mag gerne mal vegetarische Gerichte und morgens verzichte ich im Übrigen mittlerweile komplett auf irgendwie Wurst oder sowas als Aufschnitt, auch keine Putenbrust oder so mehr, sondern ich bin viel auf Käse übergegangen, Frischkäse, mal Frischkäse, Knäckebrot mit Tomaten drauf. Mein Mann zieht auch ganz viel im eigenen Garten, Zucchini, Tomaten, Salat, was wir da alles haben. Ja, und wie gesagt, das gibt es dann heute so eine Art Gemüsepfanne, wie die ich sonst auch manchmal wohl mit Hack mache, heute nicht, heute mache ich vegetarisch. Ein bisschen Bio-Gemüsebrühe dran, die ich immer bei Rossmann hole, das Pulver. Ansonsten gibt es bei mir aber keine Fixtüten oder sowas und schon gar nicht den Kram, wo ganz viel andere Stoffe drin sind, die da nicht rein sollen. Die lasse ich ganz weg und meiner Meinung nach schmeckt es eh immer besser, wenn man dann mit frischen Kräutern oder sowas würzt und nicht die Maggi, Knorr, was weiß ich was für Tüten, die irgendwie alle gleich schmecken. Wenn ich eine Bolognese mache, schmeckt das irgendwie fast genauso, wie wenn ich eine Gulaschfixtüte aufreiße. Ja, und wie gesagt, also das ist bei mir ist das wichtig, dass ich vorwiegend frisch koche. Natürlich ist bei mir auch mal ein Tag, wo ich schnell eine Pizza in den Ofen schiebe. Aber selbst da gibt es ja mittlerweile auch so Varianten. Zum Beispiel hatte Aldi immer eine ganz gute, ob die im Moment noch haben, weiß ich nicht. Gab es länger nicht mehr bei uns, aber da war dann wirklich ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe, da war auch viel Frisches so drauf. Das war so eine Gemüsepizza auch mit Rucola, glaube ich, war mit drauf und irgendwas war mit Auberginen. Und das waren wirklich schöne Stücke, die man sehen konnte, dass das auch Vernünftiges ist. Das dann schon mal, aber in der Regel lege ich Wert darauf, dass frisch gekocht wird. Mein Mann kocht auch gerne, am Wochenende kochen wir dann auch zusammen, schnibbeln hier in der Küche. Die Küche ist leider nicht mehr die modernste, das wird sich aber auch irgendwann in ein paar Jahren mal ändern. Dann stehen noch ein paar Umbaumaßnahmen hier an und dann soll die Küche auch neu. Aber hier kann ich alles machen. Ich habe einen Herd, ich habe einen Kühlschrank, ich habe einen Gefrierschrank, ich kann hier alles machen. Wir haben einen riesen Garten, wo
man selber was anbauen kann. Und da sind schon mal gute Voraussetzungen, die man hat. Man braucht also nicht unbedingt die modernste, tollste, größte Küche. Weil das höre ich manchmal auch. Oh, ich habe nur so eine kleine Küche. Oder oh, meine Küche ist gar nicht so toll. Da kann ich gar nicht so viel anfangen. Da wären wir dann wieder bei den Ausreden, ne? Denn wie gesagt, also die Küche muss dafür nicht schön sein. Sie muss einen funktionierenden Herd haben, funktionierenden Kühlschrank, wo man was aufbewahren kann vernünftig, und gut ist das, ne? Vielleicht nochmal so ein Rührstab, den ich da hinten habe. Damit mache ich mir zum Beispiel gerne mal eine Mandelmilch mit einer Banane durch als Shake oder sowas. Das gibt es dann manchmal bei mir über Mittag einfach. Und ja, so versuche ich das eben alles wieder zu handeln. Und meine momentane Strategie, seit ich vor 3 Monaten die App installiert habe, ist einfach, dass ich alles, was ich esse, wirklich abwiege und dort eintrage mit den Kalorien. Ich habe das eine ganze Zeit lang für unsinnig gehalten und gedacht, ach, ne, ich kannte mich relativ gut aus. Ich habe auch nochmal ein Fernstudium in Sachen Ernährungsberatung gemacht und man kennt so ein bisschen, und auch irgendwann hat man so seine Kalorien, die man so nimmt, so ein bisschen im Überschlagen raus. Aber ich sage euch eins, auch wenn ihr euch noch so gut auskennt oder was auch immer, oftmals denkt man einfach, ach, das war ja jetzt nicht so viel, überschlägt irgendwie so grob die Kalorien, und dann ist es am Ende viel mehr. Also ich habe mich wirklich gewundert so am Anfang, wo ich gedacht habe, boah, das hast du aber jeden Morgen gegessen, das ist aber schon viel zu viel. So, und das gibt mir einfach jetzt seit 3 Monaten wirklich eine schöne Sicherheit. Ich mache das jeden Tag, außer einen Tag in der Woche. Kommt immer drauf an, wenn man eben was isst oder so, dann sage ich, nee, heute wird nicht gezählt, und dann esse ich auch mal ungesunden Kram und so weiter. Aber ansonsten versuche ich wirklich, die Tage so zu gestalten, dass ich dann in den vorgegebenen Kalorien, die da sind, bleiben. Also in der App kann ich, die heißt übrigens My Calories, da kann ich eintragen, dass ich abnehmen möchte, wenn ja, wie viel ich abnehmen möchte, gibt da auch meine Körpergröße und so weiter an, und dann sagt der dir, in welchen Schritten du abnehmen kannst, was realistisch ist. Der hatte mir noch einen anderen Wert gezeigt, aber da kam dann gleich der Vermerk, dass das nicht ratsam ist. Das heißt, da wird auch so ein bisschen geguckt, dass das jetzt nicht irgendwie utopische Abnahmen sind, wo man dann nachher total ungesund bei sich ernähren muss oder total unterkalorisch ist, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, das ist so erstmal meine Strategie für momentan. Hat mich jetzt in den 3 Monaten auch wieder rund 5 Kilo leichter gemacht. Und von daher, ja, freue ich mich jetzt einfach, wie der Weg weitergeht. Mein Ziel war es eigentlich, die angepeilten 65 Kilo bis zu unserer Kreuzfahrt im Dezember erreicht zu haben, damit ich dann, wenn ich wiederkomme, möglichst nicht irgendwo wieder an der 70 Kilogramm Grenze kratze. Ob ich das erreiche, muss ich mal schauen. Denn wie gesagt, also gibt halt auch ein paar Tücken, die das Alter dann so mit sich bringt. Und auch manchmal natürlich Phasen, wo man einfach auch mal einen zweiten Tag leider nicht ganz im Kalorienrahmen bleibt. Aber ich will da dran bleiben. Ich bin top motiviert im Moment immer noch seit den 3 Monaten. Und habe so das Gefühl, ich bin wieder in der Phase, wo ich früher mal war, die ich lange schon nicht mehr hatte. Ja, und das hoffe ich, dass das eben anderen Leuten auch weiterhin gelingt. Und mal schauen, wie ich so das nächste Video gestalte, was ich euch da noch erzählen kann. Aber ich werde, wie gesagt, auch auf die Schwierigkeiten, auf die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen und so weiter, eingehen und nicht nur sagen, oh, alles easy, alles toll, schafft ihr schon. So, jetzt werde ich mich erstmal darum kümmern, dass so langsam das Essen auch mal weiter in die Vorbereitung geht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!